Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin mehr als durch. Mir geht es auch tatsächlich gar nicht so gut mit meinem Hals. Es wird irgendwie auch nicht besser. Aber heute das größte Fail-Ding. Gucken. Schau mir an, warum war denn das so? Bah. Ich habe heute verschlafen. Eine richtige Katastrophe. Ich weiß nicht. Ich hatte dann letztens schon mal Probleme mit meinem. Ich stelle ja meine Webcam Handy. Und letztens hat mein Ladekabel schon mal nicht mehr so geladen, wie es laden sollte. Ja, ich habe es ignoriert. Und heute Nacht hat mein Handy auch nicht geladen. Und ich hatte gestern Abend schon nur noch so 8%, 7% Akku und habe es halt angesteckt. Aber es hat nicht geladen. Und heute Morgen hatte ich keinen Akku mehr. Sprich, mein Handy war sogar komplett aus. Und ja, ich war eine Stunde zu spät, zum Glück nur dran. Ich hätte um 6 Uhr morgens auf Arbeit sein müssen und bin um 6:30 erst wach geworden. Aber anscheinend hat mich auch niemand vermisst auf der Arbeit, weil mich hat niemand angerufen. Ich habe so angerufen, hey. Nee, beziehungsweise ich habe mein Handy dann schnell am Laptop noch angeschlossen, dass ich es so ein bisschen laden kann. Und dann habe ich gesehen, ich habe keinen Anruf drauf. Und dann habe ich so angerufen, hey, ich habe verschlafen. Aber irgendwie, glaube ich, ist es eh noch niemandem aufgefallen, weil mich hat keiner angerufen. OMG. Sprich, mein Tag ist gelaufen, mir geht's richtig dreckig gerade, aber hey, OMG, ich muss jetzt unter die Dusche. Ich habe mich schon lange nicht mehr so eklig gefühlt. Ja, das, so viel dazu halt einfach, ne? So, dass mir nicht so gut geht, sieht zwar jetzt gerade nicht so aus, oder ich versuche auch mein Bestes irgendwie nicht kränklich zu wirken. Ja, ich habe eigentlich nur mit Harz zu kämpfen. Egal. Ich habe mir eben eine Maske gemacht, wie man sehen kann. Außerdem lasse ich mir gerade wieder Silbershampoo einwirken. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich werde jetzt baden gehen. Ich habe mir schon Wasser eingelassen, werde mir jetzt aber noch schnell einen Tee machen, Ingwertee. Und den natürlich nebenbei trinken. Ich habe meinen Laptop mit dabei und werde auch noch eine Folge Sabrina gucken und so ein bisschen entspannen. So, ich bin von Dusche übrigens schon fertig. Was ist das? Erstmal der Stuhl. Ich habe eben noch ein Video eingestellt. Ich habe das zum Glück schon vor ein paar Tagen geschnitten. Aber ich hatte nie Lust, es einzustellen. Ich muss gerade nur gucken, wo ist die Box? Ah, hier. Weil ich werde jetzt TikTok live machen, dass ich irgendwas heute geschafft habe. The tea is so hard. The tea is hard. So hard. Hard tea. OMG, ich weiß nicht, was los ist. Meine Halsschmerzen gehen einfach nicht weg. Ich ernähre mich nur noch von Bonbons. Also so für meinen Hals was. Und ganz viel Tee. Aber you know. It's Corona time. Ich hoffe, ich habe wirklich kein Corona. Das wäre der Scandal schlechthin. Allein die Vorstellung. Jesus. Schreibt mir mal in die Kommentare, hatte jemand von euch schon mal Corona? Also, würde mich echt interessieren. Und ich habe auch mit ein paar schon geschrieben, die hatten, also auf Instagram, die hatten es schon oder wurden jetzt auch geimpft. Da habe ich mit ein paar geschrieben. Meinte ich so, ja, haltet mich auf den Laufenden, weil ich bin ja irgendwie einerseits schon interessiert, aber mir geht halt einfach schon alles so auf den Sack, ne? Vor allem diese Mutation jetzt so Corona plus A, B, C, D. Ach, Jesus, so sehe ich so aus. Übrigens, Ingwertee. I love a good Ingwertee. Irgendwas wollte ich sagen, aber mein Brain ist gerade so leer einfach. Oh Mann, voll verkackt. Ich habe gerade ein TikTok hochgeladen, was jetzt nicht so gut anläuft. Klar, darf auch mal sein, aber trotzdem doof. Na, weil keine Ahnung, wie gesagt, ich gebe mir ja immer für alles Mühe, ne? Die letzten gingen wieder richtig gut, dann hofft man, ne, dass dann wieder, oder man denkt vielleicht, man hat gerade den Lauf und dann kabang, ne? Aber dann kommt heute glaube ich, nur noch eins online oder vielleicht lade ich auch zwei hoch, mal gucken. Weil zwei hätte ich jetzt fertig. Ich würde aber jetzt dann noch direkt eins drehen. Verena meinte, ich soll das einfach auch mal machen, so einfach alte Bilder herzeigen und sagen, hey, it's me. Wer erinnert sich noch an mich, so an mein früheres Ich? Ich weiß nicht, viele sind ja neu und because I'm Max Amphetamine, you know me, I was seen, emo boy. ich glaube, der Ingwertee steigt mir echt langsam zu Kopf. Ich hasse diese Kamera, ey. Da ist mein Gesicht, ja, das hier. Ich weiß, I'm ugly, but can you please lessen the focus of me? Gut,
Ich bin einfach so froh, dass ich da letztens... Hallo, ist das eine Verarsche oder so? Ich bin so froh, dass ich da letztens das Video noch geschnitten habe, weil sonst wäre heute einfach wieder kein Video online gekommen. Ich muss morgen früh direkt Video schneiden und ich habe überlegt, klar, vielleicht ein bisschen doof, you know, it's Corona-Time, deswegen ich bin da eigentlich gar nicht so der Fan, irgendwo groß hinzufahren, aber ich habe für mich überlegt, ob ich nach Grafenau fahre, so ein Kaff in Bayern, da gibt es ein DM und ob ich zu DM mal gucke. Ich brauche unter anderem Haarspray, den wollte ich heute auf Arbeit kaufen, aber habe ich vergessen. Deswegen, ja, you know, wäre es vielleicht mal cool und ich würde mal rauskommen und vielleicht finde ich ja ein paar Sachen, die ich auch vorstellen kann für TikTok und ja. Yeah. So Leute, ich bin Dude, es läuft Rick and Morty, ich muss danach ja gleich umschalten, ich hasse das. Ich habe mir wieder Acne Derm aufgetragen, wie man vielleicht hier so ein bisschen sehen kann. Ich wollte noch mal kurz was loswerden zu Acne Derm. Ich weiß nicht, ich bin froh, wenn ich es aufgebraucht habe, ich würde es definitiv bis zum Ende aufbrauchen. Aber ich habe mittlerweile hier vor allem, jetzt kann man es nicht sehen, weil ich habe wirklich die Salbe mal dick aufgetragen. Ich dachte mir, vielleicht trage ich die zu dünn auf. Deswegen heute mal ein bisschen etwas dicker. Ich habe hier zum Teil so richtige Eiterpickel, die man zum Glück nicht sieht. Zum Teil sind die so unterirdisch. Ich bin auch froh, dass ich jetzt den Mundschutz aktuell habe, weil Katastrophe einfach. Vor allem, es tut auch richtig weh zum Teil. Die ganzen Pickel, die ich aktuell durch Akne Derm bekomme. Mir haben zwar welche geschrieben, ja, es dauert. Aber ich nehme es jetzt eben schon über einen Monat her. Und langsam müsste doch irgendwie ein Ziel kommen. Oder irgendwie mal was besser werden, aber meine Haut wird zu Tag schlimmer. Ihr fragt euch bestimmt so, wieso nimmst du das dann eigentlich noch her? Ich will es aufbrauchen, ich will es nicht umsonst gekauft haben und ich sehe, ich habe irgendwie immer noch so einen kleinen Funken Hoffnung, dass es besser wird. Deswegen, ja, gerne wieder eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Ich würde mich mega drüber freuen. Mein Hals ist gerade echt am eskalieren. Ich weiß nicht, was ich da habe. So an sich geht es mir gut, aber mein Hals ist richtig kaputt, deswegen höre ich jetzt gleich auf zu reden. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ich glaube, ich fahre morgen nach Grafenau, eben in die Stadt zu DM und ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht nochmal so ein Video mache, wo ich Sticker verteile. Das habe ich mal in Passau gemacht, die Sticker waren nicht allzu lange da, deswegen vielleicht mal in Grafenau. Ja, vielleicht mache ich das morgen, dass ich noch Sticker drucke. Ich habe mir diese Bit-Emoji, habe ich mir schon umgeändert mit weißen Haaren, dass das aktuell ist und vielleicht mache ich das morgen, mal gucken, wie motiviert ich bin. Ich werde definitiv aber erstmal ausschlafen und dann gucke ich weiter. Und ja, an dieser Stelle möchte ich das Video jetzt beenden. Tut mir leid, dass wieder nicht so viel passiert ist, aber dieses Mal gebe ich meinen Hals die Schuld, weil, you know, ich wollte mich auch ein bisschen schonen und so. Ja, ich hoffe, dass wir da einfach die Tage jetzt besser. Ich hoffe vor allem morgen. Morgen habe ich frei. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok, sowie auch hier. Ihr findet jetzt hier zwei weitere Videos. Checkt die sehr gerne aus. Und ich würde sagen, haut rein, bis sehr bald und bye.